Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Es wurde Zeit, dass Sie sich endlich dem Thema annehmen und Integrationsbetriebe ausbauen und unterstützen wollen. Und dennoch, sehr geehrte Regierungsmitglieder, Ihr Antrag greift auf unsere Sicht viel zu kurz und kommt auch reichlich spät. Ehrlich gesagt, an manchen Stellen habe ich leider den Eindruck, dass auch ein bisschen Show dabei ist. Sie benennen Integrationsunternehmen in Inklusionsunternehmen um, aber wenn es darum geht, Integration durch Inklusion im deutschen Gesetzestext der UN-Behindertenrechtskonvention zu ersetzen, bleiben Sie stur. Menschen mit Behinderungen sind nach wie vor überdurchschnittlich oft arbeitslos und das meist auch sehr lange. Ihre Arbeitslosenquote ist doppelt so hoch wie die nicht behinderter Menschen. Und die Anzahl der Menschen in Werkstätten nimmt ständig zu. Menschen mit Behinderungen werden bei der Teilhabe am Arbeitsleben ganz klar diskriminiert. Viele junge Menschen mit Behinderungen sind ausgezeichnet ausgebildet. Vor Arbeitslosigkeit schützt sie aber auch eine gute Ausbildung nicht. Und deshalb sind Integrationsbetriebe bei der Integration von Menschen mit Behinderung auf den ersten Arbeitsmarkt unverzichtbar. Sie eröffnen berufliche Perspektiven. Sie tragen wegweisend zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben von Menschen mit Behinderung bei. 800 Integrationsunternehmen sind einfach nicht genug, und da gebe ich Ihnen völlig recht. Aber meine sehr geehrten Damen und Herren der Koalition, Integrationsbetriebe dürfen nicht zum Verschiebebahnhof für Menschen werden, die von der Teilhabe am Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind. Die Teilhabe von langzeitarbeitslosen Menschen ohne Schwerbehinderung am ersten Arbeitsmarkt darf auf keinen Fall auf Kosten der Inklusion von Menschen mit Behinderung gehen. Es darf nicht zur Verdrängung kommen. Die Förderung von Langzeitarbeitslosen ohne Schwerbehinderung in Integrationsbetrieben aus Mitteln der Ausgleichsabgabe lehnen wir strikt ab. Und damit sind wir nicht alleine. Wieso befristen Sie die jährliche Förderung von 50 Millionen Euro bis zum Jahr 2017? Und Frau Taxi, sagten es, wenn Sie heute schon wissen, dass es dann nicht ausreicht. Wie soll denn in so einem kurzen Zeitraum eine nachhaltige Entwicklung nicht möglich sein? Warum planen Sie nicht von vornherein mehr ein? Sie nehmen das Geld aus dem Topf der Ausgleichsabgabe, aus denen in absehbarer Zeit nichts mehr zu greifen ist. Sie wollen den Mindestbeschäftigungsumfang für die Förderung des Integrationsamts von 15 Stunden ausnahmslos auf 12 Stunden kürzen. Aber wissen Sie auch, was Sie damit noch tun? Sie fördern weiter prekäre Arbeitsverhältnisse und treiben Menschen damit weiter in Altersarmut. Und das kann nicht wirklich Ihr Ernst sein. Eine eingleisige finanzielle Förderung der Integrationsbetriebe reicht absolut nicht aus. Wir brauchen parallel dazu eine strukturelle, schrittweise Umgestaltung des gesamten Werkstattsystems, so wie wir es in unserem Antrag Gute Arbeit für Menschen mit Behinderung auch fordern. Noch immer befinden sich etwa 300.000 Menschen in einer Werkstatt, deren durchschnittlicher Lohn bei ca. 180 Euro monatlich liegt und das oft bei einem 8-Stunden-Arbeitstag. Und Sie kennen das alle, die Bürger anschreiben. Neulich bekam ich auch wieder einen Brief, in dem mir ein Mann berichtete, dass er jeden Tag pauschal für sein Essen 2,50 Euro abbezogen bekommt. Das sind ca. 75 Euro von den 180 Euro weg. Das heißt, ihm bleiben 105 Euro zusätzlich im Monat. Das ist keine gerechte Entlohnung und dagegen verwahren wir uns. Meine Damen und Herren, 180 Euro monatlich für die tägliche Arbeit sind diskriminierend und viel zu wenig für Leben. Na, dann hören Sie doch bis zum Ende zu. Alle Menschen haben das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben. Sie haben das Recht, durch tarifliche Entlohnung ihren Lebensunterhalt selbst zu finanzieren. Und deshalb will die Linke bei der Umstrukturierung des derzeitigen Arbeitsmarktes für Menschen mit Behinderung neben einer unbefristeten Förderung von Integrationsbetrieben vor allem dreierlei. Wir wollen erstens Integrationsbetriebe nicht nur durch eine bevorzugte Vergabe von öffentlichen Aufträgen fördern, sondern zusätzlich durch Investitionsförderung und Steuerentlastung in der Gründungsphase langfristig unterstützen. Wir wollen zweitens ein Budget für Arbeit, das jedem Arbeitnehmer und jeder Arbeitnehmerin erlaubt, ihren Arbeitsplatz frei zu wählen. Und wir wollen drittens eine unabhängige Beratung durch Menschen mit Behinderung, die alle Betroffene beim Zugang zu Integrationsbetrieben unterstützt. Und damit meinen wir vor allen Dingen auch eine Beratung für Menschen mit Behinderung, die in Werkstätten tätig sind.
Sehr geehrte Regierungsmitglieder, unsere Vorschläge liegen auf dem Tisch. Wenn Sie sie aufgreifen wollen, wir sind Ihnen gerne behilflich. Wir werden uns bei dem Antrag enthalten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion ist der Kollege Uwe Schummer.